Wir beginnen unser aktuelles Video mit einem Kameraschwenk über den Mühlenteich und sind zu Gast im Hotelhof Sudermühlen inmitten der Lüneburger Heide gelegen. Rund um das Hotel liegt herrliches Ausreitgelände, ideale Bedingungen also auch für die Jagdreiterei. Kein Wunder also, dass einmal im Jahr eine traditionelle Herbstjagd, eine Schleppjagd stattfindet hinter der Meute des Hamburger Schleppjagdvereins. Vor der Jagd trafen wir Bernd Bläser. Bernd Bläser ist passionierter Jagdreiter und war auch im Vielseitigkeitssattel bis international 3 Sterne platziert. Wir wollten von ihm wissen, was ist schöner, Jagdreiten oder Vielseitigkeit? Im Sommer Vielseitigkeit, im Herbst Jagdreiten. Und was macht den besonderen Reiz aus, jetzt gerade der Jagd hier in Sudermühlen? Das ist, glaube ich, einer der schönsten auch, oder? Also Sudermühlen ist eines der schönsten, sowohl vom Feiern, was auch sehr im Vordergrund steht, aber auch von der Sportlichkeit und schöne Sprünge und tolles Gelände einfach. Wie lang ist die Jagdstrecke? Die Jagdstrecke stellt sich ungefähr 15 Kilometer heute. Wir legen 6-mal an und haben ungefähr 30 Sprünge. Auch brauchen wir ein bisschen Kondition. Wir brauchen ein bisschen Kondition und die Pferde sollten auch trainiert sein, damit es Spaß macht. Vielen Dank, viel Spaß und ich glaube, Horido heißt es, ne? Genau, vielen Dank. Ja, und dann ging es auch schon los. Hier sehen wir das erste Feld praktisch starten. Um die 100 Teilnehmer waren in den verschiedenen Feldern in Sudermühlen an der Jagd beteiligt. Im letzten Jahr durch Schnee, in diesem Jahr fast wie im Frühling. Und damit Sie mal einen Eindruck haben, wie viel das ist, wenn 100 Jagdreiter durch die Lüneburger Heide galoppieren, lassen wir die ersten 2 Felder mal an uns vorbei galoppieren und ich halte mich mit meinen Kommentaren zurück, damit Sie die Bilder und auch den Ton genießen können. In der Vielseitigkeitsszene ist das Hotelhof Sudermühlen kein ganz unbekannter Ort. Es liegt in unmittelbarer Nähe zu Sahrendorf. In Sahrendorf fanden in diesem Jahr die deutschen Mannschaftsmeisterschaften statt und regelmäßig sind dort mindestens 2-mal im Jahr Vielseitigkeitsturniere. Im Hotelhof Sudermühlen ist aber auch der CDV-Ball in diesem Jahr das erste Mal zu Gast gewesen und auch 2010 wird es dort wieder eine große Feier des CDV geben. Hier sehen wir gerade das Jagdfeld auf dem großen Geländeplatz in Sahrendorf. Einen kleinen Stopp einlegen und unser Schwenk geht jetzt einmal rüber und Sie sehen, dass die Jagd großes Interesse erzeugt hat. Die Zuschauer wurden mit Traktoren von benachbarten Bauern von Sprung zu Sprung gefahren. Ja, und genau hier liegt auch der Grund, warum das nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis ist, praktisch ein Picknick mit viel Unterhaltung. Unterhaltung besonders am letzten Sprung der Jagd wieder zurück am Hotelhof Sudermühlen geht es über den Weg und dann runter in eine der Weiden des Hotels. Hier ist richtig Action angesagt und ich lasse jetzt einfach mal die folgenden Bilder für sich sprechen. Ich sag's aber gleich, ein bisschen entfernt von der Vielseitigkeit. Man sieht auch viele sehr, sehr gut darüber reiten. Ansonsten braucht man ein bisschen bewusste Einstellung. Thank you.
Während hier auch das letzte Feld mit Applaus begrüßt wird, geht unser Videobericht von der Herbstjagd in Sudermühlen zu Ende. Vielen Dank für Ihr Interesse. Schauen Sie bald wieder rein. Der nächste Bericht ist schon in Arbeit. Bis dahin.